Rosa ist das Konzert eröffnet worden, wiederum mit den Soldambouren und der Leitung von Raphael Boschel und von Simon Lehmann, aber diesmal eben verstärkt. Verstärkt mit den Jungen, mit den Nachwuchstambouren. Simon Lehmann tut die ausbilden, die haben ins Einzelproben und dann kommen sie ab und zu zusammen und machen Gesamtproben. Das ist das, was wir jetzt eben mit hier dürfen geniessen. Der Raphael Boschel, der ja das mindestens seit 600 Jahren macht, der hat die Tambouren ausbilden hier geschnitten. Raffi, wenn das so weitergeht, können wir über 1000. An jedem Konzert haben wir jetzt mehr. Wir werden jetzt noch ein Stück hören. Das zweite und das letzte Stück von der Soldambouren. Das heisst «For Juniors Only», also für, nur für die Jungen. Aber der Raffi hat gesagt, ja, dürfen mitmachen. Die, die sich noch jung fühlen dürfen, oh, die wird jetzt älter. Oder man sind die Piraten, also das eine oder das andere Seite. Ja. Okay? Also, ganz viel Spass mit dem zweiten Teil in diesem Piraten südamerikanischen, ich kann noch sagen, erwartet noch mal etwas. Viel Spaß mit der Soldambouren. Thank you.
Jawohl, liebe Gäste. Jetzt erwartet uns ganz an besonderen Leckerbissen. Ihr habt sicher vom Programm gesehen, als Klaviersolo oder eine Klavierbegleitung steht an. Der Komponist hat das Stück geschrieben, Dream Song, extra dafür, dass junge Nachwuchspianisten eine Chance bekommen, zusammen mit einem Orchester aufzutreten und zu spielen. Einer von diesen jungen Nachwuchspianisten sitzt hier in irgendeiner Reihe von der Musikgesellschaft Schmitten, dort, wo jetzt gerade niemand sitzt, weil er nämlich draußen ist. Das ist der Lukas Bächler. Der Lukas Bächler spielt sonst Posauna, oder er spielt Klavier und sonst Posauna, oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir jetzt gerade in den Genuss kommen von einem ganz besonderen Klavierstück. Etwas, das ganz, ganz ruhig ist, wo vollste Konzentration verlangt vom Pianist, weil es sehr lyrisch ist, das ganze Stück, weil er sich einfühlen muss. Ihr werdet es spüren. Ich kann noch verraten, der hätte dort im Fall auch noch andere Sachen auf Lager, wenn er den Gas gibt. Aber er ist ein bisschen launisch. Man muss ihn motivieren, manchmal, dass man es hört. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen mit dem Stück Dream Song. Das Stück ist gespendet von der Li Huang und Urs Bächler, Mami und Papi vom Solist. Viel Spass mit dem Urs Bächler und der Musikgesellschaft Schmitten. Mit dem Lukas Bächler.
Sehr gut, das danke. Oh, jetzt aber zwei Kollegen, Lukas. Thank you.
So, nach dem turbulenten Einstieg in die zweite Hälfte machen wir gerade genau gleich weiter. Wir gehen definitiv um zurück in die Karibik, wir gehen zurück nach Spanien. Die Legende von Maracaibo hieß das nächste Stück. Und das ist nichts als die Geschichte von einem Schiff von der Santo Cristo de Maracaibo. Das ist ein Schiff, von der grossen, gruseligen spanischen Armada, die dann im 14. Jahrhundert zwischen Spanien, Karibik, Südamerika hin und her gefahren ist. Und das war ein ganz legendäres Schiff, ist später hier gesunken. Und die Geschichte hier, die müsst ihr noch einfach auf den Ohren vergehen. Die werden eine ganze Seefahrt, eine ganze Schlacht, verträumte Sternennächter, ein hässiger Kapitän, die werden alles hören und erleben in diesem Stück. Der Dirigent hat sich nicht lassen, das einstudieren für heute und ich wünsche euch ganz viel Spass dabei. Zahlt hat uns das Stück der André Burger. Merci vielmals.
Ich habe ja gesehen, es geht noch piratenmässiger weiter mit Nametag. Der Fluch der Karibik, den muss man wohl niemandem erklären, den Film. Vier Jahre lang Tarnung. Fluch der Karibik mit dem Johnny Depp. Er ist der Captain Jack Sparrow. Es hat den Fluch der Karibik 1 gegeben, es hat es 2 gegeben, es hat es 3 gegeben. Und das 3 hören wir jetzt. Fluch der Karibik 3 von diesem unglaublichen Pirat, der da mit der Unterwelt noch etwas zu tun hat und hindert sie und führt sie. Und zwischendurch haben wir noch ein Seeungeheuer für. Aber er gewinnt am Schluss auf jeden Fall. Der Jack Sparrow muss einfach gewinnen, das ist auch so klar. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen mit dem Stück, das uns die künftige Fahnenkotta zu Ursula Lehmann gezahlt hat. Viel Spass mit der Musikgesellschaft Schmitten. Fluch der Karibik 3 am Ende der Welt. Thank you.
Konzertprogramm für heute Abend. Ich hoffe, wir konnten Sie mit unserem Konzert begeistern. Bevor wir nun aber zu unserem letzten Stück kommen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um noch der einen oder anderen Person Danke zu sagen. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern von unseren Konzertstücken. Die Beiträge sind immer sehr wichtig für uns als Musik, als Verein. Falls jemand von Ihnen aus dem Publikum Interesse daran hat, auch mal eine Musikspende, also Musikstückspende zu übernehmen, darf er oder sie natürlich gerne auf mich oder auf ein anderes Mitglied von den Musikspenden zukommen. Weiter möchte ich mich bei unserem Jungmusiksponsor, der Garage Yomi, bedanken. Ein Merci gilt auch der Raiffeisenbank Sendetal sowie der Lotterie Rom für ihre finanzielle Unterstützung. Vielseitig unterstützt werden wir auch von der Gemeinde und der Pfarrei Schminden. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön. Solche Anlässe sind natürlich nicht ohne ganz viele helfende Hände durchzuführen. Daher möchte ich bei allen bedanken, die dieses Konzert zu einem Erfolg haben werden lassen. Sei es bei der Planung und Vorbereitung, bei der fantastischen Deko und dem Blumenschmuck, beim Auf- und Abbau und auch hinter der Bar. Viel zum Erfolg beigetragen haben natürlich auch unsere musikalischen Leiter. Das ist Sipa als Leiter der Jungmusik. Ich habe euch ja versprochen, ihr bleibt in Brasilien. Jetzt gehen wir nach Karneval, nach Rio. Habt ihr die schnellen Schuhe dabei? Bevor wir das machen, mache ich noch gerne aufmerksam auf einen von der nächsten Anlässe von der Musikgesellschaft Schmitten. Das ist der Pfanewein, am 22. Mai wird hier stattfinden. Und danach im Jahr hat es immer wieder ein paar Anlässe. Dass an Musik all die Aktivitäten kann machen kann, hat es auch eine andere Person zu verdanken, die jetzt gerade nicht erwähnt hat, wegen der ganzen Arbeit besser war. Und an Verein zusammenzuhalten, gerade in Zeiten der Pandemie, ist nicht ganz einfach, wenn man alles von daheim aus machen muss und die Leute sehr wenig sehen. Darum, liebe Johanna, dir als Präsidentin, als Dankeschön vom Publikum und von deinem Team. Ihr müsst
Haus ist Festwirtschaft, voll im Betrieb. Es gibt Piratenküchle mit Krähenfüßen. Immer das Bier. Seid ihr so gut, bleiben noch jetzt mit uns sitzen hier, genießen da noch jetzt den Sonntag am Abend. Der Himmel ist gut, das hat nichts mehr geschneit, seid ihr. Wie das üblich ist, Konzert kostet nichts, wenn man mit an der Musik ist, das ist klar. Aber wie gehen machen wir am Ausgang an Kollekte selbstverständlich? Jetzt, ihr mögt noch erinnern, ganz am Anfang haben 24 Junge auf der Bühne gespielt. Das ist aber nur ein Drittel von diesen Jungen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind. Stellt euch vor, über 60 Junge sind im Moment in der Ausbildung, werden unterrichtet von professionellen Lehrern von der Musikschule Bern, die hierher kommen, Unterricht geben. Tipptopp organisiert von der Musikgesellschaft Schmitten. Dass das natürlich ein Batzen Geld kostet, das ist so klar, aber die Musik macht das noch so gerne, weil die Jungen, das ist die Zukunft. Ohne die gibt es solche Konzerte in ein paar Jahren nicht mehr, aber da muss sich die Schmitten Musik im Moment gerade gar keine Sorgen machen. Das kann man versprechen. Und wenn euch das jetzt also schon ein paar gut gefallen hat, das Konzert, oder die Jungen auch cool gefunden haben, wenn ihr jetzt rausgegangen seid, habt ihr links und rechts so ein Esshörnchen von charmanten Personen, werden die gehalten, die Esshörnchen. Und ich würde sagen, auf der linken Seite, wenn ihr möchtet, könnt ihr fünf lieber Nötchen Geldsäckchen drin schmeißen, zum Beispiel. Und auf der rechten Seite, wir waren auf der Schatzsuche gewesen, den ganzen Nachmittag zusammen, da könnt ihr zum Beispiel Goldmünzen, Tafelsilber, Diamantcollier, also was noch gerade so in Sinn kommt, könnt ihr zum Beispiel auf der rechten Seite verschmitzen. Die Musikgesellschaft Schmitten dankt noch ganz, ganz herzlich schon jetzt für eure grosse Spende. Wir kommen zum letzten Stück. Las Playas de Rio heisst es, nichts anderes aus. Wir gehen an die berühmten Strände von Rio. Trocadero, Ipanema, jetzt gehört man es. Trocadero, Ipanema und Copacabana. Während dem Karneval ist dort die Hölle los. Man glaubt es gar nicht. Wir gehen nicht an alle drei von diesen Stränden, das wäre viel zu anstrengend. Die Musikgesellschaft würde uns empfehlen, einzig und alleinig an die Copacabana. Aber dort ist es schon genug los. Das Stück hat uns das Restaurant Weisses Kreuz hier in Schmitten gespendet. Wir danken ganz herzlich. Euch allen zusammen wünsche ich eine wunderbare Heimkehr, vor allem die, die ich im Feier gerade nicht mehr sehe. Und freue mich, euch das nächste Mal zu begrüßen. Merci, alle miteinander. Thank you.
Applaus unter der Leitung von Matthias Schwaller. Im Winter. Wir hören nochmal auf mit einem Samba-Stück. Ich wünsche noch viel Spaß. Und jetzt nochmal das Ende von Children of the Amazonas. Thank you.
Thank you.